So, jetzt gehen wir in die Aussprache zu dem Einzelplan mit Volker Münz für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Kollegen, der Schwerpunkt des hier zu diskutierenden Haushaltsplans liegt in der Förderung der Familie. Das ist ein Thema, das auch uns als Fraktion der AfD außerordentlich am Herzen liegt. Die Familie aus Vater, Mutter und Kindern ist die Keimzelle der Gesellschaft. Jeder Euro, der für die Förderung der Familien ausgegeben wird, ist gut investiertes Geld, meine Damen und Herren. Diese Regierung rühmt sich, weil sie 7,8 Milliarden Euro für die Förderung der Familien ausgibt. Dies hört sich nach viel Geld an. Es ist auch viel Geld. Aber um einmal eine Relation deutlich zu machen, gleichzeitig werden laut Sachverständigenrat 50 Milliarden Euro pro Jahr ausgegeben für die Unterbringung und Betreuung der 1,7 Millionen Asylbewerber, die seit 2014 gekommen sind und die zu einem großen Teil wieder zurückgeführt werden müssen. Hier 7,8 Milliarden und da 50 Milliarden. Ich will nur mal die Relation deutlich machen. Wir sind für eine Willkommenskultur. Für eine Willkommenskultur für Kinder, meine Damen und Herren. Eine solche Willkommenskultur für Kinder lässt sich gewiss nicht allein mit Geld etablieren, wohl aber unterstützen, wenn das Geld an den richtigen Stellen investiert wird. Echte Familienfreundlichkeit bedeutet unter anderem auch, Eltern sollen die freie Wahl haben, ob sie ihr Kind selbst betreuen oder in Fremdbetreuung geben. Viele Mütter und Väter können diese Entscheidung aber gar nicht treffen, weil sie aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation gezwungen sind, ihr Kind nach einem Jahr in Fremdbetreuung zu geben. Es ist allemal besser, wenn die Kinder von den eigenen Eltern betreut werden. Die Bindung der Kleinkinder zu den Eltern ist ungemein wichtig für das emotionale Wohlergehen, für den Spracherwerb und nicht umsonst heißt es Muttersprache und für das soziale Verhalten. Wir wollen keine Kinderaufbewahranstalten. Bevor wir aber darüber reden, was der Staat für die Familien ausgibt, müssen wir erst mal darüber reden, was der Staat den Familien an Steuern und Abgaben wegnimmt. Wir fordern deshalb eine spürbare Steuerentlastung für Eltern, meine Damen und Herren. Zum Beispiel durch eine deutliche Anhebung der Kinderfreibeträge über die von Ihnen angekündigte Erhöhung hinaus. Denn die von Ihnen vorgesehene Erhöhung bedeutet nur die schon lange geforderte Steuerfreistellung des Existenzminimums des Kindes. Ein weiterer Schwerpunkt im Haushalt sind Mittel für den Ausbau der Kindertagesstätten und die Qualifizierung der Betreuer. Hier ist zu berücksichtigen, dass ein großer Teil des Qualifizierungsprogramms auf Maßnahmen zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, insbesondere des Neuzugangs, seit 2015 entfällt. Eine weiter andauernde ungeregelte Zuwanderung wird uns zum Einsatz immer höherer finanzieller und personeller Ressourcen zwingen. Statt einer echten Anhebung der Betreuungsqualität wird man zunehmend damit beschäftigt sein, die Integrationskonflikte halbwegs unter Kontrolle zu halten. Die Schulen und jetzt auch die Kindergärten müssen die Folgelasten einer nach wie vor falschen Einwanderungs- und Asylpolitik tragen. Und das lehnen wir ab, meine Damen und Herren. Es ist eine starke Zunahme von Ausgaben für Maßnahmen zur Stärkung, wie es so schön heißt, von Vielfalt, Toleranz und Demokratie zu verzeichnen. Von 47 Millionen Euro im Jahr 2016 auf 105 Millionen Euro im Jahr 2017 und jetzt auf über 115 Millionen Euro im Jahr 2018, also auf mehr als das Doppelte innerhalb von 2 Jahren. Dabei warfen schon letztes Jahr verschiedene Experten der Bundesregierung Förderung ohne Sinn und Verstand vor. Da werden Geldtöpfe aufgestellt, aus denen sich jeder bedienen kann. Es ist längst bekannt, dass Geld zum Beispiel auch an gewaltbereite Linksextremisten weitergeleitet wurde, die damit gegen Rechtsextremismus kämpfen sollten oder wen auch immer sie dafür halten. Es werden Steuergelder
verschwendet und die Falschen gefördert. Hier ist deutlich zu kürzen. Es muss außerdem die Demokratieklausel wieder eingeführt werden. Außerdem sollten wir uns mal fragen, was dieser gesamte Bereich eigentlich mit Familie zu tun hat. Sollte die Bekämpfung von Extremisten jeglicher Art nicht eher eine Aufgabe des Innenministeriums sein? Meine Damen und Herren, zur Förderung der Familien kann man noch immer viel mehr und vor allen Dingen zielgerichteter tun. Lassen Sie uns darüber in den Ausschüssen konstruktiv beraten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Nächste Rednerin, Nadine Schön für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. In den letzten Tagen und Wochen gab es viele Diskussionen, Fernsehbeiträge, Artikel zum Thema Einsamkeit. In Großbritannien gibt es ein eigenes Ministerium dafür. Mein Kollege Markus Weinberg hat zu Recht gefordert, dass das Thema auch in Deutschland aus der Tabuzone kommt. Und von manchen Experten wird das Thema Einsamkeit sogar als Krankheit eingestuft. Sie ist schmerzhaft, ansteckend und tödlich. Sie betrifft alle Altersklassen, alle Teile unserer Gesellschaft. Wir denken natürlich an die Witwe, die in ihrem viel zu großen Haus auf dem Land wohnt und vereinsamt sich freut, wenn der Mittagstisch 2 Minuten das Essen abgibt. Wir denken aber genauso an den jungen Mann, der für seinen ersten Job in die Großstadt geht und obwohl er in einer Kanzlei arbeitet und 1200 Facebook-Freunde hat, sich trotzdem isoliert und einsam fühlt. Und mal unabhängig davon, ob das vielleicht auch ein Hype ist, adressiert die Diskussion doch ein wichtiges Thema, das über das Phänomen Einsamkeit hinausgeht. Denn im Kern geht es bei der Diskussion um die Erosion der Bindungskräfte unserer Gesellschaft. In einer globalen digitalen Welt, in der Institutionen nicht mehr identitätsstiftend sind und Bindungen oft nicht nachhaltig sind, verliert der Einzelne schnell am Halt. Und die Konsequenz ist Einsamkeit, aber auch Rücksichtslosigkeit, Gewalt, Radikalisierung und Islamismus. Und das sind alles Themen, mit denen wir uns als Familien- und Gesellschaftspolitiker tagtäglich beschäftigen. Wir sind gefordert, als Politik auf diese Entwicklung eine Antwort zu geben. Und unsere Antwort muss in meinen Augen sein, dass wir das stärken, was uns als Gesellschaft stark macht und zusammenhält. Und das sind vor allem die Familien in unserem Land. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe den Eindruck, dass das in der politischen Debatte in den letzten Jahren ein bisschen aus den Augen verloren wurde. Die ganz normale Familie, die dafür sorgt, dass Kinder gut und gesund aufwachsen, die dafür sorgt, dass Werte vorgelebt werden, dass Zusammenhalt tagtäglich gelebt wird, die vielen tausend Familien, die jeden Tag ihren Strang ziehen, Verantwortung übernehmen, die kommen in den politischen Debatten oft gar nicht mehr oder viel zu selten vor. Und ich bin der Meinung, das müssen wir ändern. Ich bin der Meinung, dass wir diese Familien viel mehr in den Mittelpunkt auch der politischen Debatte stellen müssen, denn sie sind eine Antwort auf diese gesellschaftliche Entwicklung, auf den Verlust der Bindungen. Und deshalb müssen wir gerade diese Keimzelle des gesellschaftlichen Zusammenhaltes stärken. Und deshalb haben wir als Union dafür gekämpft, dass wir in dieser Legislaturperiode alle Familien entlasten. Wir haben dafür gekämpft, dass das Kindergeld für alle Familien erhöht wird oder eben entsprechend der Kinderfreibetrag. Wir haben dafür gekämpft, dass der Kinderzuschlag erhöht wird. Denn der Kinderzuschlag kommt denjenigen Familien zugute, die arbeiten und trotzdem am Ende des Monats so wenig Geld haben, dass sie ihre Lebenshaltungskosten nicht decken können und drohen, in die Sozialhilfe zu fallen wegen der Kinder. Und der Kinderzuschlag soll gerade diese Leistung motivieren, dass sie arbeiten gehen, dass sie Kinder erziehen. Und wir wollen mit dem wachsenden Kinderzuschlag gerade diese Familien stützen und ihnen helfen. Deshalb werden wir das Baukindergeld einführen, denn Kinder brauchen ein und Familien brauchen ein Zuhause. Und auch der Restanspruch auf eine Nachmittagsbetreuung, denn Familien brauchen Verlässlichkeit.
Wir werden unsere Zeitpolitik fortsetzen. Wir arbeiten daran, dass Familien Zeit haben und sich ihr Familienleben so gestalten wollen, wie sie es für sich am besten, wie es für sie am besten ist und nicht nach staatlichen Vorgaben. Und liebe Kollegen der AfD, Sie sagen zwar, Sie stellen die Familie in den Mittelpunkt Ihrer Politik, aber ich habe keinen einzigen Satz zu dem gehört, wie Sie sich denn eine Familienpolitik vorstellen. Zum Thema Familienpolitik habe ich in Ihrer Rede bisher leider nichts gehört. Die zweite Antwort, die wir als Politik auf diese gesellschaftliche Entwicklung geben, ist, dass wir als Staat ein Netz schaffen müssen für die, die drohen verloren zu gehen, für die, bei denen die familiären und gesellschaftlichen Strukturen versagen, bei denen Bindungen reißen und der Zusammenhalt erodiert. Und deshalb setzen wir ebenfalls einen Schwerpunkt in diesen verbleibenden 3 Jahren auf das Thema Kinderschutz und auf das Thema Schutz vor Gewalt. Und wir unterstützen etwa auch diejenigen, die von ihrem Partner in Stich gelassen werden, Stichwort Unterhaltsvorschuss, Alleinerziehende, diejenigen, wo der Partner das nicht zahlt, wofür er verantwortlich ist, den Unterhalt für das gemeinsame Kind. Diese meist Frauen unterstützen wir staatlicherseits mit einem Vorschuss und helfen dann dabei, auch das Geld vom Partner noch mal einzutreiben. Denn das will ich an der Stelle auch sagen, das ist kein Ersatz für den Unterhalt des Mannes, sondern es ist nur ein Vorschuss. Und wir müssen die Verantwortlichkeiten benennen und die säumigen Zahler eben auch bei der Verantwortung packen und die Gelder wieder bei denjenigen eintreiben. Wir setzen, und das ist der dritte Punkt, ebenfalls eine Antwort auf die gesellschaftliche Entwicklung, einen starken Schwerpunkt beim Thema Ehrenamt. Die Verbände, die Vereine, das nachbarschaftliche Engagement, das ist der Kern unseres Zusammenlebens. Auch das lässt nach. Vereine klagen über Mitgliederschwund. Viele sagen, für Projekte lassen sich noch Leute begeistern, aber für die kontinuierliche Arbeit in einem Verein lassen sich zu wenig begeistern. Und deshalb müssen wir Vereine, müssen wir Verbände, müssen wir Institutionen, die gerade mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, besser unterstützen, ihnen helfen, auch in der tagtäglichen Arbeit, auch mit digitalen Möglichkeiten. Und all das haben wir uns für diese Legislaturperiode vorgenommen. Unsere Antwort auf die Fragen der Einsamkeit, der Extremismus, der Gewalt ist, dass wir den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken wollen. Wir wollen die Familien stärken, wir wollen das ehrenamtliche Engagement stärken. Und diesem Anspruch wird auch der Haushalt gerecht. Und deshalb freue ich mich auf die gemeinsamen Beratungen in den nächsten Wochen. Nadine Schön war das für die CDU-CSU-Fraktion, deren stellvertretende Vorsitzende sie ist. Nach ihr jetzt Christoph Meyer für die FDP. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben in den letzten Minuten auch von Ihnen, Frau Giffey, viele gute Ansätze gehört, viele wichtige Themen für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Wir sind hier bei den Haushaltsberatungen und deswegen, glaube ich, sollten wir doch dazu zurückkommen, dass wir auch über die Effizienz der Mittelverwendung reden müssen. Dazu haben Sie leider in Ihrer ganzen Rede keinen einzigen Satz verloren. Ich mache Ihnen, Frau Giffey, hier persönlich keinen Vorwurf. Sie sind seit 2 Monaten im Amt. Sie hatten keine richtige Gelegenheit, diesen Etat mitzugestalten. Dementsprechend ist dieser Etatentwurf natürlich auch ein Abbild der Versäumnisse Ihrer Vorgängerin. Und deswegen ist schon die Erwartungshaltung, das möchte ich zu Beginn der Beratung hier zu dem Einzelplan 2018 sagen, dass das im Jahr 2019 bei der Einführung des Etats anders wird. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass 80% der Ausgaben auf Leistungsgesetzen beruhen. Wir müssen aber feststellen, dass wir eine Art Dickicht, fast ein Urwald an Förderprogrammen, an Förderungen, an Subventionen bei den ehe- und familienbezogenen Leistungen haben, die an sich vielleicht alle gut gedacht sind, aber in der Umsetzung einfach mangelhaft. Wir haben eine umfassende Gesamtevaluation vom Prognoseinstitut 2009 bis 2014 gehabt. Leider ist diese Evolution nicht wirklich tief in die Aufgaben- und Förderkritik reingekommen. Vielleicht können Sie das in der laufenden Legislaturperiode noch mal auflegen. Und der beste Beweis dafür, dass doch sehr lax, wie gesagt, bei allen guten Absichten mit dem
Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gerade in diesem Einzelplan umgegangen wird, ist die Rechnungshofkritik an diesem Einzelplan und an der Mittelverwendung. Es zieht sich wie ein roter Faden durch den gesamten Einzelplan. Es gibt eigentlich kein Kapitel in diesem Einzelplan, wo der Rechnungshof nicht berechtigt Kritik äußert. Es ist zum Beispiel das Elterngeld, was in der Tat natürlich ein Erfolg ist, aber der Rechnungshof kritisiert zu Recht zum Beispiel, dass Sie Ihre Aufsichtspflicht bei der Ausreichung des Elterngeldes als Haus vernachlässigt haben und weiter kontinuierlich vernachlässigen, dass Sie keine Rückforderungen von überzahlten oder zu viel gezahlten Mitteln hier einführen und dass Sie keine Mindeststandards bei den Rückforderungen haben. Das sind alles Beispiele, dass Sie in der Tat so eigentlich nicht mit dem Steuergeld umgehen können. Unterhaltsvorschuss ist es ähnlich. Der Verwaltungsaufwand, der da produziert wird, ist offensichtlich deutlich zu hoch. Auch hier könnten Sie etwas ändern. Wenn wir, ja, aber dennoch bleibt es ja richtig. Dennoch bleibt es ja richtig. Und wenn Sie jetzt in die einzelnen Bereiche reingehen, Familienpflegezeitgesetz, dazu haben Sie nichts gesagt, Pflegezeitgesetz, über 6,4 Millionen Euro wurden da zu Beginn ins Schaufenster gestellt. Die Mittelausschöpfung, der Abfluss sind 11,7%. Sie senken den Titel jetzt ab auf 2,5 Millionen, aber der Abfluss ist trotzdem unter einer Million. Deswegen wäre es vielleicht eher sinnvoller, statt solche Luftschlösser weiter zu finanzieren, dass Sie hier zu einer Aufgabenkritik kommen und eventuell den ganzen Ansatz zur Disposition stellen. Wenn Sie sich die einzelnen Titel genauer angucken, Kinder-Jugendpolitik, Stärkung der Zivilgesellschaft, sonstige Bewilligungen, überall zieht es sich in der Tat durch, dass Sie hier Mittel zu viel verausgaben oder eventuell Mittel, die zu viel verausgabt wurden, nicht zurückfordern. 40.000 Euro Zinsen zum Beispiel, die Sie nicht eingezogen haben oder zurückgefordert haben, ein Honorarvertrag von 130.000 Euro für ein ehrenamtlichen Vorstandsmitglied bei einem der Wohlfahrtsverbände. Das sind alles kleinteilige Summen, die aber insgesamt dann doch eine ganze Menge ausmachen. Und dementsprechend würde ich in den Haushaltsberatungen von Ihnen hier doch auch das eine oder andere klärende Wort finden oder hören wollen, ob Sie in der Lage sind und willens sind, nicht nur gute Projekte anzuschieben, sondern auch die angeschobenen Projekte entsprechend zu evaluieren und zu kritisieren. Wir fordern von Ihnen hier deutlich transparentere Entscheidungsstrukturen. Und zuletzt vielleicht noch ein Ansatz, und das ist das Stichwort, wozu Sie auch nichts gesagt haben, befristete Beschäftigung. Ihr Haus ist führend bei der befristeten Beschäftigung. Und gerade wenn die SPD in den letzten Jahren immer darauf hinweist, dass die böse Wirtschaft hier sachgrundlose Befristungen gegebenenfalls in einer zu großen Quote unterhalten würde, ist es schon ein Armutszeugnis, dass gerade Ihr Haus hier dasselbe oder das Gleiche macht und Sie offensichtlich nicht in der Lage sind, hier zu einem Abbau zu kommen. Auch das wäre eine Frage, mit denen Sie sich als neue Ministerin in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen sollten. Ich danke Ihnen. Christoph Meyer war das für die FDP-Fraktion, der hier den Finger in eine Wunde gelegt hat, als er auf die befristeten Beschäftigungsverhältnisse im Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hingewiesen hat. Nächster Redner ist Michael Leutert für die Linksfraktion. Von 10,2 Milliarden Euro. Und in diesen 10 Milliarden Euro sind Leistungen enthalten, wie zum Beispiel der Unterhaltsvorschuss, wie der Kinderzuschlag und die Förderung von Kitas. Und insbesondere was den Unterhaltsvorschuss betrifft, was den Kinderzuschlag betrifft, sind das soziale Leistungen, die wir alle für sinnvoll und richtig finden und die genau für diejenigen da sind, die sie eben benötigen, die nicht so viel haben. Und ich halte es für falsch, pauschal hier immer nur zu sagen, diese Leistung bräuchten wir nicht. Was wir brauchen, ist eine Entlastung von Familien. Wenn sich noch nicht rumgesprochen hat, es gibt sowohl arme Familien als auch reiche Familien. Und reiche Familien möchte ich nicht unbedingt entlasten, sondern sie müssen belastet werden. Und deshalb finde ich es im Übrigen auch falsch, an der Stelle haben wir ja schon mal drüber diskutiert, dass hier der Solidaritätszuschlag teilweise abgeschafft werden soll. Das sind nämlich exakt 10 Milliarden Euro, genauso viel wie Ihr Ministerium zur Verfügung hat. Und gerade der Solidaritätszuschlag wird eben von denen bezahlt, die viel haben. Und die, die diese Leistung benötigen, die zahlen nämlich überhaupt keinen Solidaritätszuschlag. Das ist eine Fehlentwicklung. Kinder stehen bei ihm im Ministeriumstitel nicht mit drin, aber sie spielen hier eine ganz zentrale Rolle.
Und Sie haben das nicht federführend zu verantworten, aber Sie haben ja da sicherlich ein Mitspracherecht. Es ist beschlossen worden, das Kindergeld in der diesjährigen Legislaturperiode um 25 Euro anzuheben, was wir erstmal begrüßen. Allerdings möchte ich noch mal darauf hinweisen, ich habe das in der letzten Legislatur hier auch schon getan, warum wird eigentlich zwischen den ersten, zweiten und dann den dritten und ab dem vierten noch mehr Kind differenziert? Wir sind der Meinung, alle Kinder sind gleich viel wert. Und wenn ab dem vierten Kind Kindergeld 250 Euro gezahlt wird, dann sollte das auch für das erste, zweite und dritte Kind gelten. Bitte beachten Sie das bei der Kindergelderhöhung. Vielleicht kann man es ja noch korrigieren. Und im Übrigen, was die Kinderfreibeträge betrifft, ist es ja ein bisschen absurd. Sozialleistungen sollen eigentlich für diejenigen da sein, die sie wirklich benötigen. Warum werden die Familien oder die Personen mit hohem Einkommen über Freibeträge noch besser gestellt, als wenn sie weniger Einkommen hätten und aufs Kindergeld angewiesen sind? Auch das ist eine Schieflage, die noch beseitigt werden muss. Und dann haben Sie in Ihrem Etat einen ganz wichtigen Titel, eine Perle, wo ich der Meinung bin, dass wir eben in letzter Zeit viel zu wenig dafür getan haben, obwohl er von 30 auf über 100 Millionen angestiegen ist, was wir gut finden. Das ist das Programm Demokratie leben, was sich gegen Menschenfeindlichkeit und Rassismus einsetzt. Und wie wichtig es ist, dass wir diese Gelder brauchen, das sehen wir nicht nur neuerdings hier im Bundestag, sondern das sehen wir eben auch, wenn wir täglich in die Zeitung schauen, zum Beispiel die Echo-Verleihung, die dieses Jahr stattgefunden hat an zwei Antisemiten, deshalb gibt es den Echo-Preis jetzt nicht mehr. Aber ich möchte auch noch mal an den arabischen Israeli erinnern, der am helllichten Tag im Prenzlauer Berg angegriffen und verprügelt wurde. Und das zeigt uns ja, dass wir diese Gelder benötigen, um dem gegenzusteuern. Und ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung eine ausführliche Berichterstattung darüber hat. Und ich möchte diese Stiftung an dieser Stelle für ihr Engagement gegen Rassismus, Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit ganz herzlich danken. Ja, ich sage Ihnen was. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass Bildung und Aufklärung dazu führt, dass man Hass in einer Gesellschaft vermindern kann. Dass das nicht immer hilft, sehen wir ja bei Ihnen, das ist klar. Aber dafür gibt es ja dann die Zivilgesellschaft, die sich gegenstellen kann. Wenn das nicht hilft, den Staatsanwalt. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir mit konkreten und guten Programmen hier in der Gesellschaft wieder ein besseres Klima erreichen, dass wir tatsächlich eine Willkommenskultur haben und dass die jungen Menschen, die ja auch über andere Titel noch mitgefüttert werden, zum Beispiel Kinder- und Jugendplan, dass die Chance haben zu erlernen, wie Demokratie funktioniert, was Rechtsstaatlichkeit ist und dass das nämlich alles auf dem Grundsatz der Toleranz beruht. Vielen Dank. Michael Leutert war das für die Linksfraktion. Er hat hier gefordert, mehr Geld gegen Rassismus für Stiftungen, die gegen Rassismus arbeiten. Nach ihm jetzt Katja Dörner, Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Sprecherin für Kinder- und Familienpolitik. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Jubel der SPD, weil sie im neuen Krokoschen das Finanzministerium ergattert hat. Das zentrale Ministerium mit Gestaltungsspielraum hieß es. Und jetzt Gestaltung, Fehlanzeige. Und das merkt man leider auch ganz klar im Etat der Ministerin. Es reicht eben nicht, das Kapitel zur Kinder- und Familienpolitik im Koalitionsvertrag nach vorne zu ziehen, wenn man eben nicht bereit ist, endlich Butter bei die Fische zu geben, bei der Bekämpfung der Kinderarmut, beim Kita-Ausbau, auch dafür, Familien mehr Zeit für ihre Kinder zu schaffen. Das passiert mit diesem Haushalt alles nicht. Deshalb beraten wir einen Haushalt ohne Zukunft, und der darf auf keinen Fall so bleiben. Frau Giffey macht auf mich einen zupackenden Eindruck, und das finde ich gut. Und deshalb packen Sie sich Olaf Schäuble, erklären Sie ihm, dass er Scholz heißt, dass er von der SPD kommt, dass er gefälligst ordentlich in die Kitas zu investieren hat. Das erwarten wir von Ihnen, Frau Ministerin. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Stichwort Kita. Ich finde ein Qualitätsentwicklungsgesetz gut, weil die Standards bundesweit sehr unterschiedlich sind und weil wir Wege beschreiben müssen, wie wir zu guten einheitlichen Standards auf Bundesebene kommen. Aber die eierlegende Wollmilchsau, die die Ministerin jetzt verspricht,
Die ist mit 3,5 Milliarden Euro auf die gesamte Legislatur betrachtet doch überhaupt nicht zu haben. Was alles passieren soll, bessere Personalstandards, Leitungszeit, Sprachförderung und auch noch Gebührenfreiheit, das sind doch 3,5 Milliarden Euro ein schlechter Witz. Und das Gesetz soll jetzt heißen, das Gute-Kita-Gesetz. Und es heißt so, laut Frau Giffey, damit die Leute verstehen, was gemeint ist. Ich sage Ihnen, die Leute verstehen ganz schnell und ganz gut, wenn in einem Gesetz nicht drin ist, was draufsteht. Und dann ist der Schaden sehr, sehr groß. Und deshalb sage ich noch mal, Frau Giffey, packen Sie sich Herrn Scholz. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, mehr Zeit für Familie ist offensichtlich kein Thema für diese Koalition. In den letzten Jahren hat es hier einen Wettbewerb gegeben. Wir Grüne haben unsere Kinderzeit Plus vorgeschlagen. Die SPD hat eine Familienarbeitszeit vorgeschlagen. Durchgesetzt hat sich leider die Union mit kein Konzept. Alles bleibt, wie es ist. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen vom Krokürchen, das wird Ihnen auf die Füße fallen, weil mehr Zeit für Familie ist ein ganz zentrales Thema für viele Eltern. Und deshalb werden wir weiter für unsere Kinderzeit Plus werben. Ich hoffe, viele von Ihnen haben am Montag die ARD-Dokumentation »Wenn Eltern ihre Kinder misshandeln« gesehen. Ich finde die Studie der Universität Koblenz, wonach in den allgemeinen sozialen Diensten 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Kinderschutz fehlen, die muss uns alle aufrütteln. Ich weiß, wir sind da nicht unmittelbar zuständig, aber auch der Bund muss im Kinderschutz seine Hausaufgaben machen. Das heißt, Kinderrechte ins Grundgesetz, und zwar mit einer Formulierung, die im Sinne der Kinder einen echten Unterschied macht. Wir brauchen endlich eine Fortbildungsverpflichtung für Familienrichter und Familienrichterinnen. Und wir brauchen eine Reform mit Blick auf die Belange der Pflegekinder, die die Kinder endlich in den Blick nimmt und ihnen ein gutes Aufwachsen in Stabilität und Kontinuität ermöglicht. Diese Bundesregierung ist im Bereich Kinderschutz massiv gefragt, und ich hoffe sehr, dass da mehr kommt als das, was der Koalitionsvertrag vermuten lässt. Frau Ministerin, Sie haben eben erneut von Fuck You Goethe 3 geschwärmt. Das haben Sie ja im Ausschuss auch schon getan. Ich will Ihnen auch einen Film ans Herz legen, nämlich schauen Sie sich die Suffragette an. Dieses Jahr haben wir 100 Jahre Frauenwahlrecht. Aber der Anteil der Frauen im Deutschen Bundestag ist beschämend gering, und das liegt nicht an uns Grünen. Frauen finden keine Plätze in Frauenhäusern. Das Rückkehrrecht auf Vollzeit klebt schon wieder im Kabinett fest. Und die SPD, das muss ich leider sagen, ist beim Paragraph 219a aufs Peinlichste vor der Union eingeknickt. Wir Grüne werden in den nächsten Jahren, ich komme zum Schluss, ganz genau aufpassen, dass diese Legislaturperiode nicht zu verlorenen Jahren für die Frauen in diesem Land wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Forderung der Grünen, das war Katja Dörner, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Kinder- und Familienpolitik ihrer Fraktion. Ich gehe zu Ihren Gunsten davon aus, dass Sie eine Fliege haben verscheuchen wollen. Als nächstes für die SPD-Fraktion die Kollegin Sven. Eine Ermahnung offenbar an die Abgeordnete Beatrix von Storch war das. Weiter geht es jetzt in der Debatte. Svenja Stadler für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen, ich bin nicht nur Haushälterin meiner SPD-Bundestagsfraktion, sondern, wie man erkennen kann, eine Frau, und ich bin Mutter. Und wenn ich mir den Haushaltsplan des Bundesministeriums Familie, Senioren und Frauen anschaue, als Haushälterin, als Frau und als Mutter, dann kann ich nur sagen, ein großartiger Etat. Denn in 2018 investieren wir 10,2 Milliarden Euro. Das sind 680 Millionen Euro mehr als 2017, noch unter Wolfgang Schäuble, dem Bundesfinanzminister. Und 10,2 Milliarden Euro für wichtige Gestaltungsaufgaben. Denn wir reden hier nicht über einen Etat von irgendeinem Ministerium.
Nein, wir reden über den Etat des Gesellschaftsministeriums. Von Gleichstellung über Chancen für unsere Kinder, über Partnerschaftlichkeit in der Familie bis hin zur Unterstützung von bürgerschaftlichem Engagement und eines aktiven, selbstbestimmten Alterns. All diese Themen finden Sie oder beziehungsweise verbergen sich im Einzelplan 17. Themen, die von unschätzbarem Wert und von hoher Bedeutung für unser Land und unsere Gesellschaft sind. Über 80% des Haushaltes geben wir tatsächlich für wichtige gesetzliche Leistungen aus, wie das Elterngeld, Kindergeldzuschlag oder den Unterhaltsvorschuss. Nehmen wir das Elterngeld. 6,67 Milliarden Euro stellen wir bereit. Damit geben wir Eltern die Möglichkeit, frei zu entscheiden, ihr Leben zu organisieren. Denn wir wollen, dass Arbeit und Familie zusammenpassen. Mit dem Elterngeld und dem Elterngeld Plus gelingt uns das. Denn, ich kann das bestätigen als ehemalige Arbeitnehmerin und Mutter, das ist ein guter Beitrag und hilft tatsächlich. Auf der einen Seite also wollen wir die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie. Und auf der anderen Seite wollen wir eine gute Bildung für unsere Kinder. Und das schaffen wir mit dem Guten-Kita-Gesetz, was unsere Ministerin ja bereits ausgeführt hat. 3,5 Milliarden Euro nehmen wir also in den kommenden Jahren in die Hand. 3,5 Milliarden Euro für mehr Qualität und weniger Gebühren. 3,5 Milliarden Euro, das müssen Sie sich schon auf der Zunge zergehen lassen, die wir als SPD-Haushälter gerne unterstützen. Und ich glaube, die Union tut das auch. Und wie Sie wissen, seit dem Sommer 2017 gilt der ausgeweitete Unterhaltsvorschuss. Das heißt, wenn Unterhaltszahlungen für Kinder ausbleiben, in der Regel übrigens trifft es die Frauen, dann springt der Staat jetzt länger ein. Die Rückmeldungen aus den Kommunen zeigen, die Zahl der Anträge steigt. Und deshalb enthält der Haushalt 2018 auch notwendigerweise mehr Mittel. Für den Unterhaltsvorschuss sind nun 866 Millionen Euro veranschlagt. Und dann gibt es da noch den Programmbereich. Im Programmbereich sieht der Haushaltsentwurf des BMFSFJ, ich kürze mal ab, viel Altbewährtes vor, das wir auf jeden Fall auch weiterführen wollen. Wir stocken auch an der einen oder anderen Stelle die Gelder auf und natürlich verstetigen wir auch hier und da etwas. Zum Beispiel die Mehrgenerationshäuser. 17,5 Millionen Euro für ein Erfolgsprojekt. 17,5 Millionen Euro nicht nur 2018, nein, für die kommenden Jahre. Und das gibt Planungssicherheit und es stärkt das bürgerschaftliche Engagement vor Ort. Wir haben im Koalitionsvertrag unter anderem auch vereinbart, die erfolgreichen Programme zur Demokratieförderung und zur Extremismusprävention auszubauen. Und das machen wir natürlich auch. Demokratie leben ist das einzige Bundesprogramm, das Präventionsarbeit gegen alle Formen des Extremismus leistet. Wenn also wir nachhaltige Präventionsarbeit wirklich erfolgreich leisten wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann nehmen wir diese 115,5 Millionen nicht nur 2018 in die Hand, sondern auch in den nächsten Jahren. So, und jetzt komme ich als Frau. Und ich begrüße, dass die Ministerin und ihr Haus sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Gewalt gegen Frauen befassen wollen. Und natürlich müssen diese Vorhaben auch mit Geldern unterlegt werden. Der runde Tisch übrigens, falls das noch keiner weiß, der startet in diesem Jahr. Und auf die Ergebnisse warten wir dann, was passiert. Und dann sehen wir weiter. Was soll ich also sagen? Der vorliegende Entwurf des Bundesfinanzministers für den Bereich Familie, Senioren, Frauen und Jugend steht für Investitionen in gesellschaftlichen Zusammenhalt, ein gesellschaftliches Sicherheitspaket mit Potenzial, ein Entwurf, der Lust hat zum Gestalten. Packen wir es an. Ich freue mich jetzt auf die zukünftigen Beratungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau. Svenja Stadler war das für die SPD-Fraktion. Als nächster jetzt Martin Reichardt, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin Giffey, sehr geehrte Damen und Herren. Der vorgestellte Haushalt enthält zweifellos einzelne Punkte, die auch wir als AfD-Fraktion in unserem Willen um die Förderung von Kindern und Familien unterstützen.
Ich nenne hier das Elterngeld und auch die Gelder zur Verbesserung der Kita-Versorgung. Diese Übereinstimmung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Familienhaushalt unzureichend ist. Dies gilt für seine Ziele, dies gilt auch für seine Budgethöhe. Frau Weidel ist in ihrer gestrigen Rede auf die Folgen der demografischen Katastrophe eingegangen. Der aktuelle Haushalt leugnet diese Katastrophe und erkennt vielmehr die Chancen im demografischen Wandel. Ein Satz, der zwar immer wieder gebetsmühlenartig zitiert wird, aber trotzdem unsinnig bleibt. Und Finanzminister Scholz hat in seiner blutleeren, dafür platitüdenreichen Rede einen Satz formuliert, der ebenfalls das Zeug zum Klassiker hat. Wenn er nämlich vor einer abstrakten Diskussion um eine demografische Zeitbombe warnte. Damit wollte Herr Scholz gleich zu Beginn der Haushaltsdebatte die wahren Probleme in Deutschland und die wahren Probleme der Familienpolitik unter den Teppich kehren. Um sogleich danach einen Fachkräftemangel zu beklagen, der durch die berufliche Förderung von Flüchtlingen auszugleichen sei. Aber, meine Damen und Herren, der Mangel an einheimischen Arbeitskräften, zum Beispiel in der Pflege und im Handwerk, der ist doch zu einem erheblichen Teil dem dramatischen Geburtenrückgang seit 1970 geschuldet und nichts anderem. Herr Finanzminister, ich fürchte, dass der Fachkräftemangel auch bereits die Sozialdemokratie erreicht hat und dass Sie mangels Alternativen einen Redenschreiber beschäftigen müssen, der Ihnen derartigen Unsinn in die Reden schreibt, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung will die Notwendigkeit einer gezielten Förderung einheimischer Geburten und einheimischer Kinder kleinreden, um den Deutschen die Masseneinwanderung schmackhaft zu machen. Der Bund gibt dieses Jahr offiziell 21,39 Milliarden für sogenannte Flüchtlinge aus, bis 2021 jährlich mindestens 15 Milliarden. Demgegenüber steht ein Gesamtvolumen des Familienhaushalts, das wir hier als enorm wichtig und großartig gehört haben, von 10 Milliarden. Dies zeigt eindrucksvoll, meine Damen und Herren, dass der Bundesregierung die Masseneinwanderung vor der Förderung deutscher Familien steht. Und das ist mit uns nicht zu machen. Bei angemessener Verteilung wäre es möglich gewesen, ein starkes Zeichen der Wertschätzung für unsere Kinder und Familien zu setzen. Diese historische Chance hat die Bundesregierung vertan und versucht nun, die mageren 7% Steigerung als eine soziale Wohltat zu verkaufen. Das mag hier vielleicht im Parlament bei dem einen oder anderen gelingen. Beim Volk draußen wird es fehlschlagen. Ich bitte Sie, Frau Ministerin Giffey, erinnern Sie sich des Mutes zur Wahrheit Ihres einstigen Mentors Heinz Buschkowski. Wollen Sie die SPD erneuern, dann schauen Sie nach Dänemark. Treten Sie den Einwanderungsideologen in Ihrer eigenen Partei entgegen. Kämpfen Sie für die Kinder, kämpfen Sie für die Familien. Es geht viel mehr, als in diesem Haushalt bereitgestellt worden ist. Wir sind bereit, mit Ihnen den Kampf für Kinder und Familien in Deutschland aufzunehmen. Vielen Dank. Martin Reichardt war das für die AfD-Fraktion. Nächster Redner ist Markus Weinberg, der familienpolitische Sprecher der CDU-CSU. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. So eine Haushaltsdebatte ist ja immer schön, weil man eine allgemeine Debatte hat und noch mal klar erkennt, wo steht man eigentlich in der Familienpolitik. Die einen machen Familienpolitik nach Herkunft, die einen nach Effizienz, die Dritten wollen nur umverteilen. Ich glaube, und das spiegelt dieser Haushalt wieder, wir machen Familienpolitik für die Familien. Und das ist uns wichtig. Und ich greife gerne auch den Faden noch mal auf von Nadine Schön mit der Einsamkeit, weil es uns wichtig ist, weil Familien fördern Verlässlichkeit, Familien fördern die Verantwortungsübernahme und Familien stärken auch, und das ist in diesen Tagen und Monaten wichtig, auch den Zusammenhalt. Richtig ist auch, dass der Etat jetzt die 10 Milliarden überschritten hat mit 10,2 Milliarden. Und ist Geld nicht alles? Tatsächlich muss geprüft werden, wo kommen die Gelder an. Und ich will noch mal deutlich auch für die Union betonen, da haben wir viele einzelne Punkte. Übrigens, Frau Dörner, steht alles im Koalitionsvertrag. Bekämpfung der Kinderarmut, Kinderschutz, alles wichtige Punkte. Aber im Kern geht es uns auch schlicht und einfach um die Förderung der einfachen, normalen Familie. Denn die gibt es in Deutschland auch noch. Und die hat unsere Wertschätzung verdient. Und dann sei auch betont, wer steht für eine
gute Familienpolitik. 2005 hatten wir gerade mal 4,5 Milliarden Euro im Etat. Jetzt sind es über 10 Milliarden Euro. Seit 2005 hat sich also die Wertschätzung für Familien verändert. Und ich glaube, das ist auch der Regierungsübernahme von Angela Merkel zu verdanken. Und deswegen kann ich deutlich sagen, für die Union gilt dann auch der Grundsatz, Familienpolitik muss früh wirken, sie muss zielgenau sein und bedarfsorientiert wirken. Und daran werden wir uns messen. Und die Freiheit der Familien steht im Vordergrund. Familien wollen nicht bevormundet werden, sondern sie brauchen unterstützende Hilfe. Das hat schon Richard von Weizsäcker formuliert. Deswegen war es auch klug, dass wir seit 2005 von diesem Dreieck der Familienpolitik sprechen, nämlich Infrastruktur, Zeit und auch finanzielle Unterstützung. Und ich will für uns sagen, das Thema Anerkennung wird dieses Dreieck und soll dieses Dreieck noch mit unterstützen. Dann ist es schon so, und dann darf man einmal zurückblicken auf die letzten Jahre, dass wir bei diesem Blick auf das Dreieck in weiten Teilen deutlich die Familien in Gänze und insbesondere auch einzelne Gruppen gestärkt haben. Das Kindergeld um 120 Euro erhöht, die Freibeträge erhöht. Davon profitieren alle Familien. Aber den Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende um 600 Euro endlich erhöht, genauso wie den Kinderzuschlag und das Unterhaltsvorschussgesetz geändert. Sie sehen also, Familienpolitik muss einzelne Gruppen in den Blick nehmen, aber auch die Familien in Gänze. Und daran werden wir auch weiterarbeiten. Das Thema Zeit, die Ressource der Zukunft, tatsächlich Zeitmanagement und mehr Zeit für Familien, mit dem Elterngeld, mit der Familienpflegezeit und natürlich die großen Investitionen in den Bereich der Infrastruktur. Und genau dieses werden wir auch, und das können Sie im Koalitionsvertrag nachlesen, jetzt übertragen für die nächsten 4 Jahre. Und ich finde schon, Frau Dörner, dann auch, wir diskutieren ja kritisch, und man kann immer sagen, statt 3,5 Milliarden für Qualität kann man auch 35 Milliarden sagen für Qualität. Aber wir haben auch eine Verantwortung, gerade weil wir eine Verantwortung haben für Familien, müssen wir doch sehen, dass wir das Thema Schulden und keine Neuverschuldung im Sinne der Familien so lösen, dass nicht unsere Kinder die Schulden tragen. Und deswegen sollte man sehr sorgsam auch bei den Forderungen sein. Also 3,5 Milliarden für das Thema Qualität und Beiträge. Die Union steht da im Schwerpunkt bei der Qualität, andere mehr für die Beiträge, aber so hat ja jeder seine einzelnen Schwerpunkte auch abgedeckt. Angesprochen schon das Thema Baukindergeld, um Familien auch in ihrer Souveränität zu stärken und den Rechtsanspruch von 2 Milliarden Euro, der steht übrigens nicht im Familienbereich bei den 12 Milliarden, sondern steht im Bildungsbereich, ist auch, glaube ich, gut richtig angelegtes Geld. Und der Schwerpunkt Kinderarmut, ja, da stimme ich hinzu, das ist für uns, das ist weiterhin ein Thema der Koalition und der Union. Kinderarmut ist nicht hinnehmbar, wenn jedes fünfte Kind von Armut bedroht ist oder in Armut lebt. Und deswegen gibt es einen Maßnahmenmix von über 1 Milliarde Euro, wo wir sehr genau gucken, wo können wir wie Kindern helfen. Einerseits das Thema Kinderzuschlag, andererseits aber auch natürlich die Frage von Beteiligung am gesellschaftlichen Leben. Und dann, Frau Dörner, haben Sie zu Recht angesprochen, das Thema Kinderschutz. Aber wenn Sie in den Koalitionsvertrag schauen, dann passiert das doch genau das, was Sie gefordert haben. Weiterbildung, Qualifizierung der Familienrichter, Verfahrensbeistände, wie sieht es bei den Gutachten aus, wie sieht es in der Kinder- und Jugendhilfe aus, auch mit den Fehlentwicklungen, wo wir auch darüber diskutieren werden, mit den Ländern gemeinsam, was ist bei dem Thema ASD und Jugendämter, was läuft da falsch, auch wenn wir keine originäre Aufgabe in diesem Bereich haben, sollten wir zumindest mit den Ländern gemeinsam darüber nachdenken, wie wir diese Fehlentwicklung auch korrigieren. Und der gesamte Bereich sexualisierte Gewalt, glaube ich, ist ein Schwerpunkt im Koalitionsvertrag und das wissen Sie ganz genau. Was wir auch ganz deutlich sagen als Union, wir wollen auch die Erfahrungsberichte aus der Kinder- und Jugendhilfe einfließen lassen, eine Anlaufstelle den Eltern bieten, denn ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir das Thema SGB-VIII-Reform möglicherweise nochmal aufrufen. Und dann noch ein letzter Punkt, demokratiefördernd. Ja, es ist zutiefst beunruhigend, nein, es ist nicht hinnehmbar, dass ein zweijähriges jüdisches Mädchen von denen, eine jüdische Zweitklässlerin von ihren Mitschülern angepöbelt wird. Es ist auch nicht hinnehmbar, dass mitten in Berlin tatsächlich jemand, der eine Kippa trägt, bedroht wird. Es ist nicht hinnehmbar, dass die Zahlen von Links- und von Rechtsextremisten steigen. Und auch nicht hinnehmbar, dass es immer noch Salafisten gelingt, junge Menschen anzuwerben. Und deswegen ist dieses Demokratieprogramm wichtig. Zum einen, weil wir Prävention brauchen, aber auch Repression. Und da sind zwei Dinge auch für uns wichtig. Wir haben ja damals vereinbart 100 Millionen Euro für das Thema Extremismusprävention, 55 Millionen Euro aus dem Familienministerium. Aber zwei Dinge möchte ich auch ganz deutlich ansprechen. Wir wollen natürlich nicht eine Überkontrolle haben, aber wir wollen schon sehen, auch als Union dort, wo Mittel hinfließen. Was passiert mit den Mitteln und wer wird erreicht durch diese Mittel? Das ist das Erste. Und das Zweite, wir brauchen eine frühe, und ich komme wieder zu den Prinzipien der Kinder- und Jugendhilfe zurück, eine frühe, zielgenaue, bedarfsorientierte Maßnahme.
mit dem Programm Demokratie stärken. Und das ist der Bereich Kita und Schule. Und deswegen werden wir mit den Ländern sprechen und deswegen brauchen wir eine Fachkommission mit Vertretern aus Bund und Ländern, wo wir diese präventiven Maßnahmen miteinander besprechen, wo wir auch sagen, die Länder haben hier auch eine Verantwortung. Das Spiel, der Bund übernimmt das dann mit finanziellen Möglichkeiten und die Länder ziehen sich raus. Wird es nicht geben, sondern wir sagen ganz deutlich, wir müssen die Kinder dort erreichen, wo sie gefährdet sind von diesen Extremisten. Und das ist die Schule und das ist die Kita. Und deswegen muss es da ein gemeinschaftliches Bestreben geben. Und Herr Präsident, weil Sie mich gefreut haben, die Zeit erinnert haben, kann ich dann auch abschließen. Wir sind schon deutlich über die Zeit. Danke mit Joachim Gauck. Unser Gegenentwurf zum Fundamentalismus, der islamistischen Gewalttäter, heißt Demokratie, Achtung des Rechts, Respekt voreinander, Wahrung der Menschenwürde. Das ist unsere Lebensform. Und deshalb werden wir uns hierfür auch einsetzen. Vielen Dank. Soweit die Rede von Markus Weinberg für die Unionsfraktion, der hier angemahnt hat, Prävention gegen Rassismus, gegen Extremismus. Weiter geht es mit Grigorias Argelidis, der Familien- und Seniorenpolitische Sprecher der FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Weinberg, gestatten Sie mir einen Hinweis. Also wann, wenn nicht in der Haushaltsberatung, spricht man über Effizienz? Also der Humor ist schon wirklich interessant. Am vergangenen Montag beim Empfang im Familienministerium Stark im Beruf haben Sie, Frau Ministerin, betont, wie wichtig die Vorbildfunktion der Eltern ist. Und besonders beeindruckt hat mich eine Teilnehmerin, die sehr eindrücklich hervorhob, sie wolle von niemandem abhängig sein, weder vom Staat noch von anderen Menschen. Das finde ich sehr bewegend. Das zeigt, dass wir alle Hebel dafür in Bewegung setzen müssen, dass Familien so weit befähigt und entlastet werden. Ich weiß, das hören viele in diesem Haus nicht so gerne, entlastet werden, dass sie starke und unabhängige Familien sind und dass sie es bleiben. Wenn ich mir die aktuellen Haushaltsberatungen allerdings ansehe, bin ich sehr ernüchtert. Ich weiß, Sie sind neu im Amt, aber immerhin, diese Parteien haben ja die letzten Jahre das Familienministerium geprägt. Die Bundesregierung kommt in wesentlichen Bereichen seit Jahren nicht vom Fleck und jetzt wieder ein leider nur routiniertes Weiter-so, allerdings im gleichen System und mit höherer Dosis. Eine umfassende Evaluation aller familienpolitischen Leistungen, das wurde ich schon genannt, liegt Ihnen seit 2014 vor. Wesentliche Empfehlungen, vor allem des Bundesrechnungshofes, setzen Sie leider nicht um. Diese Evaluation war wichtig für das Gesamtverständnis und verdeutlicht unter anderem aber auch, wie absurd kompliziert und widersprüchlich die Familienleistungen konzipiert sind. Es fehlt eine Priorisierung und im Dickicht verlieren sich allzu viele Familien, die an sich einen Anspruch darauf hätten. Familienleistungen müssen endlich vereinfacht, vernetzt und vor allem zielorientiert umgesetzt werden. Was die Zielorientierung und Priorität angeht, will ich Ihnen gerne helfen. Am allerwichtigsten, habe ich gesagt, sind starke Familien, die auf eigenen Beinen stehen und damit genau das richtige Umfeld und die richtige Basis bieten für starke Kinder. Und allen, den ganz Jungen bis zu den ganz Alten, die Teilhabe und das Einbringen an unserer Gesellschaft ermöglichen. Grundsätzlich brauchen wir dafür eine flächendeckende und wirksame Infrastruktur für Familien. Wir müssen Familienzentren in unserem Fokus nehmen und ihre wichtige Arbeit unterstützen und vernetzen. Von Familienhebammen über Familienförderung und Beratung, von Jugend bis zur Familienhilfe, abgestimmt vernetzt, zusammen mit Haupt- und Ehrenamt als ein grundsätzliches Umfeld für unsere Familien in unserem Land. In einzelnen Ländern und Regionen gibt es dazu bereits erstklassige Ideen. Hier erwarten wir allerdings endlich ambitionierte Ziele und ehrgeizige Initiativen aus Ihrem Familienministerium. Dafür müssen Sie, Frau Ministerin, alle relevanten Akteure auf Bundes-, gegebenenfalls auf Landes- und kommunaler Ebene zusammenbringen. Gleichzeitig müssen wir bestehende Leistungen so sehr vereinfachen und verbessern, dass erstens Familien diese einfach überschauen und beantragen können und zweitens diese Leistungen auch so lange dort wirken, wo sie auch sinnvoll sind. Unser Vorschlag für ein vernetztes Kindergeld 2.0 ist exemplarisch für ein ganzheitliches Konzept in diesem Bereich, das einfach ist und gleichzeitig Leistungen wirkungsvoll bündelt. Aber wir wollen auch einen Beitrag für dringende Korrekturen gerne auch mit Ihnen gemeinsam für Familien eingehen, und zwar im Hier und Jetzt.
Beispielsweise die BOTU-Sicherung für Kinder, bei denen dann die Eltern den Anspruch auf den Kinderzuschlag verlieren. Oder beispielsweise bei der Verbesserung des Zeitkorridors beim Elterngeld Plus und in Partnerschaftsmonaten, das so vielen Familien und vor allem Alleinerziehenden so schwer macht. Realitätssinn und Ehrlichkeit sind meiner Überzeugung nach gefragt, statt Erwartungen zu wecken, die zu Enttäuschungen werden. Ich weiß, es ist der Haushalt jetzt für 2018. Ich hoffe, 2019 sieht das besser aus. Aber ich komme zum Gute-Kita-Gesetz als ein Beispiel für, ich nenne es jetzt mal so, eine unrealistische Herangehensweise aus meiner Sicht. 3,5 Milliarden, absolut gesehen, viel Geld. Aber betrachten wir die Ziele. Eltern sollen entlastet werden, Betreuungsschlüssel verbessern, Qualifikation von Erziehern verbessern, Mangel an Erziehern verringern und insgesamt eben eine gute, bessere Kita bringen. Nachgerechnet 3,5 Milliarden macht bei 3,6 Millionen Kita-Plätzen pro Platz auf die gesamte Legislaturperiode pro Werktag unglaubliche 96 Cent. Frau Ministerin, versprechen Sie den Familien bitte nur das, was Sie, was der Bund auch halten kann. Und versprechen Sie den Familien nicht etwas, für das die Kommunen im Zweifel bei Klagen den Kopf hinhalten müssen. Wenn Sie einen wesentlichen Schritt von Vereinbarkeit beispielsweise Familie und Beruf machen wollen, dann packen Sie es mit uns an und setzen Sie sich für die richtigen Rahmenbedingungen ein. Für mehr digitale Arbeitsplätze, für flexiblere Arbeitszeitmodelle, für die Einführung von Lebensarbeitszeitkonten und für eine flexiblere Kinderbetreuung, vor allem auch zu Randzeiten. Packen wir es gemeinsam an. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war Grigorias Argedidis für die FDP-Fraktion mit den Forderungen seiner Fraktion. Am Ende mehr Digitalisierung. Jetzt ist Sabine Zimmermann für die Linksfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, meine Damen und Herren. Die aktuelle Studie der Deutschen Kinderhilfe ist heute schon erwähnt worden, die am Montag erschienen ist, sagt, die Jugendämter stehen unter Druck, zu wenig Personal, zu wenig Zeit für Sozialarbeit und zu wenig Geld. Die Leistungsfähigkeit leidet, Verfahren werden verzögert. Nun sagt Herr Weinberg schon gleich, das ist Aufgabe und Zuständigkeit der Kommunen. Aber diese Zustände, meine Damen und Herren, sind ein Alarmsignal dafür, was in der Bundespolitik falsch läuft. Und hier muss was verändert werden. Die Städte und Landkreise mit der größten Kinderarmut haben die höchsten Ausgaben für Kinder- und Jugendhilfe. Zugleich haben sie aber die geringsten Einnahmen. Wie soll das denn funktionieren, meine Damen und Herren? Niedrige Löhne und hohe Kinderarmut sind das Ergebnis bundespolitischen Versagens in den letzten Jahren. Und ich sage Ihnen, durchbrechen Sie endlich diesen Teufelskreis. Die Linke fordert, dass der Bund sich stärker an diesen Ausgaben beteiligen muss. Und Sie müssen auch das Problem an den Wurzeln packen. Kinderarmut ist da. Fast 3 Millionen Kinder sind betroffen. Das können Sie nicht einfach wegdiskutieren. Es kann nicht sein, dass Kinder hungrig in die Schule gehen, kein Mittagessen sich leisten können. Und das, denke ich, in so einem reichen Land darf es das nicht geben. Und auch Ihr Bildungs- und Teilhabepaket zeigt keine Wirkung, kaum Wirkung. Es ist neben den Anträgen zu Hartz IV das größte Bürokratiemonster, und das gehört abgeschafft, meine Damen und Herren. Die Leistungen für Kinder müssen aus unserer Sicht deshalb grundlegend neu strukturiert werden. Das ist etwas ganz anderes als die Vorstellungen der Bundesregierung, die in diesem Haushaltsentwurf enthalten sind. Die Linke fordert eine Kindergrundsicherung, eine Leistung, die für jedes Kind in Deutschland die Teilhabe an dieser Gesellschaft ermöglicht. Und das muss bei diesem Haushalt drin sein, meine Damen und Herren. Zu guter Familienpolitik gehört natürlich mehr. Die Arbeit der Jugendverbände beispielsweise ist unverzichtbar. Und ich möchte den Jugendverbänden an dieser Stelle ausdrücklich danken für ihre Arbeit, die sie vor Ort leisten. Sie werden aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans gefördert. Aber bislang orientieren sich die Mittel nicht an den tatsächlichen Kosten, die die Jugendverbände zu tragen haben. Um die Kostensteigerung der letzten Jahre auszugleichen, fordert die Linke eine deutliche Anhebung und künftig eine dynamische Förderung.
Und Familien brauchen auch eine gute Infrastruktur, insbesondere Kita-Plätze. 300.000 davon fehlen bundesweit für Kinder unter 3 Jahren. Viele Kinder benötigen auch eine Betreuung in Randzeiten. Wie stellen Sie sich denn vor, dass eine alleinerziehende Verkäuferin ihre Kinder versorgen kann, wenn Ladenöffnungszeiten immer noch mehr ausgeweitet werden, selbst spätabends oder an Sonntagen? Dafür braucht es ein sicheres Betreuungsangebot, wenn solche Öffnungszeiten verändert werden. Und die Kita ist auch ein Ort der Bildung. Das erfordert gut ausgebildetes Personal, das man auch gut bezahlen muss. Und das alles in 3,5 Milliarden, für 3,5 Milliarden ist das nicht zu haben. Das sagen wir Ihnen auch ganz deutlich. Und dieses gute Kita-Gesetz wird ein Tropfen auf dem heißen Stein bleiben. Und meine Damen und Herren, Geld ist genug in diesem Haushalt da. Investieren Sie es in Kinder statt in Kriegsbereitschaft. Und ich könnte noch viel mehr aufzählen, was in Ihrer Familienpolitik falsch läuft. Frauenhäuser sind chronisch und überbelastet, unterfinanziert. Senioren warten auf verlässliche finanzierte Angebote zur Erhaltung ihrer Selbstständigkeit. Rechtsextremismusprojekte für die Stärkung der Demokratie. Für uns, für die Linke, ist klar, wer für Familien, Senioren, Frauen und Jugend nur schöne Worthülsen übrig hat, statt zu investieren, schreibt einen Großteil der Menschen in diesem Land ab. Und das lassen wir nicht zu. Danke. Sabine Zimmermann war das für die Linksfraktion, die eine Umlenkung der Finanzströme des Bundes gefordert hat, hin zu Familie, Senioren, zu Frauen und vor allem auch zur Jugend. Mehr Kita-Plätze, bessere Betreuung. Ekin Deligöz, Bündnis 90 Die Grünen, ist die nächste Rednerin. Im Jahr 2016, in dem Zeitpunkt, wo sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, wurde ein Kind mal gefragt, sag mal, gibt es bei dir in der Kindergartengruppe denn auch Flüchtlinge? Und das Kind antwortete, nein, bei uns gibt es nur Kinder. Dieses Kind war geistig reifer und weiter als manch ein Abgeordneter in dieser Debatte, wie wir es heute gesehen haben. Liebe Frau Ministerin, wenn wir uns Ihren Etat anschauen, muss man sagen, Sie werfen 2 Punkte in der Debatte in Schatten voraus. Das eine ist die Kinderbetreuung und das andere ist Kinderarmut. Leider befürchte ich, dass Sie diesen 2 großen Blöcken an Verantwortung nicht gerecht werden. Warum? Nicht, weil das Geld zu knapp ist oder weil Sie zu wenig Geld ausgeben, sondern weil Sie keine Prioritäten setzen. In Ihrem Etat und in dem, was Sie uns gesagt haben, sieht man eins. Es gibt einen Koalitionsproporz. Sie müssen für alle ein bisschen was machen, also haben Sie ein Sammelsurium von Maßnahmen und ich zähle es Ihnen mal vor. Ein bisschen Freibeträge, da ein bisschen Kindergeld, dann kommt Baukindergeld, die Kita-Mittel, der Kinderzuschlag, ein bisschen was zur Mütterrente, dann kommen die Kinder, Schulkinder auch noch dran, das Modellprogramm XYZ, führen Sie es selber aus, dann gibt es noch irgendwelche Versprechungen zum Teilhabepaket, Jugendhilfe reformieren, wir wissen zwar nicht, wie. Liebe Kollegin, das ist doch keine Strategie. Das ist doch keine Strategie. Das ist ein Sammelsurium von Maßnahmen, die man gerne hätte und wo man nicht wirklich weiß, wie man das hinkriegen soll. Und damit Sie das nicht so sehr auffällt, dass Sie keine Strategie haben, garnieren Sie das alles auch noch mit wunderbaren Sätzen. Ja, Sie füllen das Ganze auf. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Kita-Qualitätsgesetz, super, unterstützen wir, halten wir für wichtig. Aber was packen Sie da rein? Sie wollen mehr Plätze. Mehr Qualität, Gebührenfreiheit, Schulkinderbetreuung und dann sollen auch die Erzieherinnen besser bezahlt werden, wie Sie es in der Rede gebracht haben. Wie wollen Sie das denn mit den 3,5 Milliarden machen? Wie soll das denn funktionieren? Ich fürchte, am Ende werden die Kommunen diejenigen sein, die das Ganze irgendwie aufzugreifen haben und die Leidtragenden sind, weil das Geld wird vorne und hinten nicht langen, um das alles zu erfüllen. Oder nehmen Sie mal das Wort Kinderzuschlag. Das ganze Instrument ist bürokratisch, schwerfällig. Es gibt viel mehr Kinder, die eigentlich einen Anspruch auf die Leistung haben, aber es trotzdem nicht nehmen, wegen dieser Bürokratie. Sie könnten hier einen richtig großen Wurf machen. Ja? Sie könnten hier wirklich den Alleinerziehenden das Leben vereinfachen. Kinderarmut bekämpfen. Was machen Sie? Sie machen ein bisschen was, weil das im geplanten schwarz-roten Tarif einfach keinen Platz hat. Der ganze Bereich Teilhabepaket hat bei Ihnen keine Priorität. Der ganze Bereich Kinderregelsätze, ja, neu berechnen, anpassen, endlich mal den Bedarf anpassen, findet bei Ihnen überhaupt nicht statt. Das kommt nirgends, auch nicht nur im Ansatz, in irgendeiner Form in Ihren Reden vor. Was ist denn mit diesen Kindern, Frau Ministerin? Fällt Ihnen das auf? Arme Kinder finden in Ihren Reden überhaupt nicht statt.
Sie können das natürlich nicht, weil dazu müssen Sie das alles auch mal zusammendenken, um wirklich Armut in diesem Land zu bekämpfen. Was machen Sie stattdessen? Sie verteidigen tatsächlich Kinderbaugeld. Ja, glauben Sie denn wirklich, dass mit dem Kinderbaugeld eine einzige alleinerziehende Mutter einen bezahlbaren Mietwohnraum in den Städten finden wird? Glauben Sie denn wirklich, dass Sie damit eine einzige Familie aus dem Familienarmut rausholen werden? Sie werden nur die Bauindustrie fördern. Ist das Ihre Antwort auf Familienpolitik, Frau Ministerin? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oder kommen wir zu dem Unterhaltsvorschuss. Ja, das Gesetz war richtig. Das hat erstmal aufgezeigt, wo es hier die Schwächen gibt, warum wir das Geld auch in die Hand nehmen müssen. Aber gleichzeitig haben wir mit beschlossen, dass wir hier auch Kinderrechte durchsetzen, nämlich bei den säumigen Eltern das Geld wieder zurückzuholen, weil es eben auch ein Anspruch des Kindes ist. Diese Zahlen gehen zurück. Und Sie machen hier Laissez-faire-Politik. Bleiben Sie konsequent, verteidigen Sie die Rechte der Kinder. Das ist die Pflicht, die wir hier auch als Politikerinnen und Politiker diesen Kindern gegenüber erbringen müssen. Das ist eine Prinzipienfrage, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und als letztes Bundesjugend- und Jugendfreiwilligendienst. Sie wollen da Feinjustierungen? Okay. Aber wieso schaffen wir es nicht, die Nachfrage der jungen Menschen hier tatsächlich zu bedienen? Die Nachfrage hinter diesen Plätzen ist 2- bis 3-mal so hoch, wie wir Plätze haben. Anstatt zu sagen, Mensch, das ist toll, das wollen wir, diese aufrechten Jugendlichen wollen wir, das ist gesellschaftlich etwas Hervorragendes, also schaffen wir auch diese Chance, machen wir eine Feinjustierung. Feinjustierung ist nicht die Antwort auf, es gibt 2- bis 3-mal so viele Nachfragen wie Plätze. Feinjustierung bleibt weit hinter dem zurück, was Sie können. Sie wollen eine Macherin sein, Frau Ministerin, dann seien Sie eine Macherin. Wenn Sie das nämlich alles nicht erledigen, dann wären Sie eine leere Versprecherin. Und das wäre doch sehr schade für dieses Thema. Ekin Deligöz war das, Bündnis 90 Die Grünen. Ihre zum Teil harsche Kritik am Haushalt der neuen Bundesfamilienministerin, der keine Antwort finde, so sagte Frau Deligöz, auf Familienarmut oder die Situation armer Kinder. Silvia Pantel für die CDU-CSU-Fraktion ist die nächste Rednerin. Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei all den negativen Anmerkungen, die wir gerade gehört haben, wissen wir sehr wohl, jeder von uns hat nur begrenzte Zeit. Und wir haben einen bunten Strauß an Maßnahmen, wo wir sehr wohl in der Familienpolitik genau auf diese Punkte eingehen, die Sie gerne angemerkt haben. Und auch bei all den negativen Punkten habe ich mal was Positives. Denn die gute Nachricht ist, dass bei uns die Geburtenrate in Deutschland nachhaltig steigt. Und die Zahl der in Deutschland geborenen Kinder ist stetig gestiegen und hat das Niveau auf 1996 erreicht. Es wurde ja sonst immer gesagt, das ist ja jetzt nur punktuell. Also es ist nicht punktuell, sondern stringent geht die Geburtenzahl nach oben. Wie groß die Bedeutung der Familie bei unseren Jugendlichen ist, belegt auch die letzte Shell-Studie. Das Ergebnis dieser Studie zeigt, dass mehr als 90% der Jugendlichen die Familie als höchstes Gut betrachten. Auch den Jugendlichen sind Flexibilität und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ein großes Anliegen. Und genau dafür haben wir viel getan in den vergangenen Jahren. So sind über 90% der befragten Jugendlichen der Meinung, dass Familie und Kinder neben dem Berufsleben keinesfalls zu kurz kommen dürfen. Auch bei dieser Aufstellung des Haushaltes hat die Regierung wieder darauf geachtet, dass keine neuen Schulden gemacht werden, um den nachfolgenden Generationen keine Schuldenberge zu überlassen. Wir beraten heute den 5. ausgeglichenen Haushalt in Folge, was wir als CSU ausdrücklich begrüßen. Als verantwortliche Politiker und Politikerinnen setzen wir gute Rahmenbedingungen, damit unsere jungen Menschen in Deutschland ein gutes Klima für Familien vorfinden, wo sie gerne eine eigene Familie gründen wollen. Die Familien sollen in die Lage versetzt werden, sich zu entscheiden, wie sie mit Kindern leben wollen. Auch in diesem Jahr haben wir wieder Verbesserungen für unsere Familien erwirkt und nicht im Klein-Klein. 581 Millionen Euro wurde für das Kindergeld und den Kinderzuschlag veranschlagt. Die Alleinerziehenden werden durch die Veränderung im Unterhaltsvorschuss mit 866 Millionen Euro entlastet. Also hier kann man nicht so tun, als wenn man dafür nichts täte.
Bis zum Jahr 2022 sind für das Kindergeld und den Kinderfreibetrag 5,2 Milliarden Euro vorgesehen, welche in zwei Stufen erhöht werden. In unserem Familienhaushalt belaufen sich die Aufgaben für das Jahr 2018 auf über 10,2 Milliarden Euro. Im Vergleich zum vorigen Haushaltsplan ist das eine Erhöhung und nicht, so wie sich das eben anhörte, Verminderung von rund 674 Millionen Euro. Als Familienpolitiker ist das ein Grund der Freude und nicht ein Grund des Klagens. Mit den veranschlagten 6,67 Milliarden Euro jährlich bleibt das Elterngeld im Familienhaushalt die wichtigste und größte familienpolitische Leistung für unsere jungen Eltern. Dieses Geld kommt direkt bei den Eltern an und gibt ihnen ein Stück finanzielle Absicherung, wenn sie sich entschlossen haben, sich die erste Zeit selbst um ihren Nachwuchs zu kümmern. Frau Dörner, wir vertrauen erst einmal in der Erziehungsleistung unseren Eltern, wobei wir sehr wohl Kindeswohlgefährdungen und andere Probleme sehen. Auch erhöht die Flexibilisierung des Elterngeldes die Wahlfreiheit der Eltern und erweitert die Spielräume für ihre Berufstätigkeit. Zu einem zufriedenen Familienleben gehört aber auch eine zufriedenstellende Wohnsituation. Und deshalb brauchen wir neben den zusätzlichen Mietwohnungen Angebote, die die Eigentumsförderung für unsere Familien verbessert. Ich freue mich sehr über die geplante Eigentumsförderung von der CDU/CSU für Familien, die in der Ausgestaltung bald vorgestellt werden. Diese Leistung steht nicht im Familienhaushalt, aber sie wird unsere Familien direkt unterstützen. Die Familie sollte ein Ort der Geborgenheit, Fürsorge und Verantwortung sein. In den meisten Fällen ist das auch der Fall. Aber zu unseren Aufgaben gehört auch, Hilfsangebote und Schutzangebote im Blick zu haben. Mit dem Hilfetelefon gegen Gewalt und dem neuen Internetangebot gegen Gewalt hat der Bund bereits wichtige, niederschwellige Angebote installiert. In der letzten Legislaturperiode haben wir uns auch mit der Thematik Frauenhäuser und deren unterschiedlichen Finanzierungen beschäftigt. Leider ist das Angebot nicht überall ausreichend vorhanden. Viele Frauenhäuser sind maßlos überlastet. Wir alle wissen, was die Finanzierung und Ausgestaltung der Frauenhäuser zu den Aufgaben der Länder gehören und nicht zu uns. Und dass die Länder ihre Aufgabe unterschiedlich erfüllen. Aber jede Frau, die den Mut gefasst hat, Hilfe zu suchen und aus der häuslichen Gewaltsituation flieht, sollte Unterstützung erfahren. Es darf doch nicht sein, dass sie für sich und ihre Kinder keinen Platz findet und wieder in die häusliche Gewaltsituation zurück muss. Das sehen wir auch so. Wir haben uns im Koalitionsvertrag verständigt, dass wir uns in dieser Legislaturperiode näher damit beschäftigen werden. Um aber eine schnelle und konkrete Hilfe anbieten zu können, sollten wir mit einer digitalen Informationsplattform schon mal beginnen. Bei allem Wohlwollen sind aber vor allem die Länder in der Pflicht, und diese können sich auch alle über Steuereinnahmen freuen, so wie wir auch. Wir haben viele gesellschaftspolitische Herausforderungen zu meistern. Leider sind die extremistischen Einstellungen, Verhaltensweisen und Straftaten gestiegen. Frau Kollegin, kommen Sie zum Schluss, bitte. Oh, gut. Deshalb müssen wir bei den 115 Millionen, die wir für diese Programme zur Verfügung stellen, sehr wohl darauf achten, was das für Leute sind, wie die Programme ausgestaltet sind, damit wir nicht die Falschen fördern. Und Ihr letzter Satz, bitte. Mein letzter Satz ist, ich danke für die Aufmerksamkeit. Wie Sie sehen, wäre noch eine Menge zu sagen. Und ich finde, wir haben einen tollen Haushalt schon mal vorgelegt. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, es ist ja erst die erste Lesung. Es geht in die Beratungen, in den Ausschüssen und natürlich in den Haushaltsausschuss. Insofern wird Silvia Pantel da auch weiter drüber reden können. Sie sehen aber, dass das Präsidium hier sehr strikt ist mit der Einhaltung der Redezeiten. Es ist ein großes Programm, das man bis Freitag hier durchdiskutieren will. Jeder Einzelplan zu jedem Ministerium. Und das kostet jeweils viel Zeit, in der Regel anderthalb Stunden pro Ministerium. Da will einiges geschafft sein. Sönke Rix, nein, Entschuldigung, Thomas Ehrhorn für die AfD-Fraktion ist der nächste Redner. Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin Giffey.
Wir haben Ihnen unlängst in der letzten Ausschusssitzung durchaus gut zugehört, als Sie davon berichteten, dass es ein Projekt gibt, welches Ihnen ganz besonders am Herzen liegt und welches Sie auch künftig in besonderer Weise fördern und auch ausbauen wollen. Das Projekt Bündnis Demokratie Leben. Ein Projekt also, für welches im Haushalt 115,5 Millionen Euro eingeplant werden. So ist es vermutlich auch zu erklären, dass eine Integrationsbeauftragte meiner Heimatstadt Celle, die im Übrigen hoffnungslos pleite ist, sich unlängst wie folgt äußerte. Sie sagte, im Rahmen von Demokratie leben könne man zurzeit gar nicht genug neue Projekte ins Leben rufen, da die Mittel hierfür fast grenzenlos sind und das Geld praktisch auf der Straße liegt dafür. Grund genug, sich einmal anzusehen, was sich eigentlich hinter diesen Projekten verbirgt, über denen unser Steuergeld wie mit dem Füllhorn ausgeschüttet wird. So fördert Demokratieleben zum Beispiel die Naturfreunde Deutschland, die sich laut ihrer Satzung dem demokratischen Sozialismus verpflichtet fühlen. Dem demokratischen Sozialismus, jawohl. So kann man Demokratieleben natürlich auch verstehen. Auch die weiteren Projekte haben mit Demokratie im üblichen Sinne, ehrlich gesagt, eher wenig zu tun. So fließt das Geld unserer Steuerzahler zum Beispiel auch direkt in die Kassen diverser Islamverbände, zum Beispiel auch DITIB, dessen Vorsitzender des Moscheevereins in Hamburg postet, Demokratie ist für uns nicht bindend, uns bindet der Koran. Zitat Ende. Gefördert wird NEMO, das Bündnis Reichtum umverteilen. Ja, umverteilen, das kommt uns auch irgendwie bekannt vor. Gefördert wird UFUG. UFUG will den aufgeregten Debatten über Parallelgesellschaften und eine angebliche Islamisierung mutig entgegentreten. Ich nehme an, weil wir ja alle wissen, dass es in großen deutschen Städten gar keine Parallelgesellschaften gibt. Und dann, wie könnte das fehlen? Gefühlte 75 Projekte, die sich mit dem allgegenwärtigen Kampf gegen rechts befassen. Inzwischen ein Kampf gegen alles, was nicht explizit links ist, meine Damen und Herren. Und nicht selten durchgeführt von Organisationen, die den Boden der Rechtsstaatlichkeit schon lange verlassen haben. Aber seit Abschaffung der Extremismusklausel muss man sich in diesem Land ja auch nicht mehr zu den Prinzipien unseres Rechtsstaates bekennen, um mit Millionenbeträgen gepampert zu werden. Es reicht, wenn man die richtige Gesinnung hat. Und die muss auch nicht unbedingt demokratisch sein, sie muss nur links genug sein. Sie haben jetzt noch einen letzten Satz, Herr Kollege. Und so ist aus dem Kampf gegen rechts längst ein Kampf gegen die Wiederherstellung des Rechts geworden. Aus der Bedeutung des Wortes Demokratie wird langsam eine Farce und aus Volksvertretern eine politische Klasse, die offenbar inzwischen bereit ist, die Steuergelder ihrer Bürger zu veruntreuen, um missliebige Meinungen zu unterdrücken und politische Gegner zu bekämpfen. Wir fordern Herr Kollege, die sofortige, bitte, ersatzlose Streichung dieser Mittel. Überzogen. Soweit also die Meinung von Thomas Erhorn für die AfD-Fraktion. Nächster Redner in dieser Debatte ist Sönke Rix, Sprecher für Familie, Senioren, Frauen und Jugend der SPD. Vielen Dank, Herr Präsident. Ihnen sei der Fehler besonders als Schleswig-Holsteiner jetzt zu verzeihen. Ich hoffe, Sie haben mich nicht aus Versehen der falschen Fraktion. Es war keine Absicht. Das wissen wir untereinander. Vielen Dank, dass ich jetzt zu meiner Rede kommen kann. Vielleicht drei Sätze vorweg. Das Erste, im Namen der SPD-Fraktion und ich glaube auch im Namen der allermeisten Kolleginnen und Kollegen, danke ich zunächst erstmal allen, die sich zivilgesellschaftlich für Demokratie und gegen Extremismus engagieren. Denen in der katholischen und in der evangelischen Kirche, denen in Gewerkschaften, denen bei der Antonio-Amadeo-Stiftung und all denen kleinen gesellschaftlichen Gruppen vor Ort und überall,
die diese Fördermittel auch dringend brauchen. Und wenn es so ist, dass aktuell sehr viel Geld da ist, dann ist das gut so, dann ist das richtig so und dann ist es eine Antwort auf eine gesellschaftliche Entwicklung und bitter nötig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Insbesondere die Redner der Koalition haben sich heute besonders darüber gefreut, dass wir die 10-Milliarden-Grenze überschritten haben und damit deutlich machen, wie wichtig uns die Familienpolitik ist. Ich will an dieser Stelle aber trotzdem auch noch mal sagen, es war auch in einigen Reden schon Bestandteil, natürlich sind familienpolitische Leistungen nicht nur bei uns im Etat zu finden, sondern überall. Es geht über den Gesundheitsetat, über den Arbeit und Soziales, es wurde über Bildungs- und Teilhabepaket gesprochen und viele andere Maßnahmen mehr. Es sind weit über 150 Milliarden Euro, die wir für Familien, Kinder und Jugendliche insgesamt über die familienpolitischen Leistungen ausgeben. Das ist gut angelegtes Geld, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und meine Damen und Herren, auch Bestandteil der Debatte war unter anderem das Kita-Gesetz, obwohl die Ministerin gar nicht heute großartig darauf eingegangen ist. Aber ich will es sagen, ich will Ihnen dazu ein, zwei Sätze sagen. Das Erste ist, natürlich kann man immer sagen, es ist zu wenig Geld. Selbstverständlich. Würde ich auch erst einmal pauschal sagen, auch unser Etat ist viel zu klein, ich hätte gern das Doppelte und Dreifache. Aber ich will Ihnen gerade zum Kita-Gesetz Folgendes sagen. Es sind zusätzliche Mittel für Aufgaben, die normalerweise die Länder und Kommunen zu leisten haben. Wir nehmen zusätzliches Geld in die Hand und das sollte man an dieser Stelle betonen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist zweitens zusätzliches Geld zu den Mitteln, die wir sowieso über das Sondervermögen für den Kita-Ausbau sowieso zur Verfügung stellen. Und es ist noch mal zusätzliches Geld zu sämtlichen Kita-Förderprogrammen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, davon zu sprechen, dass es zu wenig ist, kann man einerseits natürlich sagen. Aber sich darüber zu freuen, dass wir zusätzlich diese Mittel in die Hand nehmen, das kann man auch mal tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann kann man sagen, natürlich ist der Katalog viel zu breit aufgestellt. Was soll man damit alles bezahlen? Aber erstens ist es, wie gesagt, zusätzlich. Und zweitens wollen wir die Länder und auch gerade die Kommunen gar nicht einschränken und ihnen gar nicht vorschreiben, was sie ganz genau bei ihrer Kita an zusätzlichen Mitteln brauchen können. Das kann aber in Hamburg was ganz anderes sein als in Schleswig-Holstein. Und deshalb ist es gut, dass es breit gefächert ist und dass dann die Länder entsprechend, wenn wir dieses Gesetz dann so verabschieden, dann entsprechend auch für ihre Maßnahmen denn das Geld auch zur Verfügung haben. Und das kann bei dem einen der Fachkraft-Kind-Schlüssel sein, bei dem anderen kann es die Absenkung der Beiträge sein, bei dem anderen vielleicht eine dritte Maßnahme. Und von daher ist die Grundidee für das gute Kita-Gesetz richtig und wichtig. Und wir begrüßen Sie ausdrücklich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn viele fordern, mehr geht immer. Wie gesagt, ich habe mich dieser Forderung schon angeschlossen, sage ich auch, in Richtung aller anderen. Auch Frau Giffey wird sich niemals dagegen wehren, wenn wir mehr Mittel zur Verfügung bekommen. Aber dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch sagen, woher das Geld kommen soll. Finde ich auch nach wie vor richtig. Ich glaube, jetzt ist Ekin Deligüs gerade gar nicht da. Sie hat vorhin aufgezählt, was alles an Mitteln dort angeblich nicht effizient genug oder effektiv genug eingesetzt wird. Es gibt angeblich keine klare Strategie an der einen oder anderen Stelle. Aber sie hat nicht gesagt, was in dem Etat hier denn zu viel ausgegeben worden ist und was sie denn stattdessen streichen will. Das hat sie nicht gesagt. Also das ist uns zu einfach, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genauso einfach, liebe Kolleginnen und Kollegen, sage ich jetzt mal auch in Richtung Union, ist sagen, zu klatschen, wenn für Verteidigung mehr Geld gefordert wird, aber hier zu behaupten, hier muss es gegenfinanziert werden. Ich hätte eine Idee zur Gegenfinanzierung, man könnte steuerpolitisch noch einiges was unternehmen. Dazu ist die Union ja leider nicht bereit, aber ich finde, das gehört auch dann dazu, wenn man an der einen oder anderen Stelle mehr fordert. Letzter Satz will ich sagen zu den KJP-Mitteln. Und wir haben uns alle darüber gefreut, dass für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst mehr Geld zur Verfügung steht. Aber das bedeutet auch, dass die Beschäftigten insgesamt auch für die Träger von Maßnahmen natürlich auch mehr Geld zur Verfügung bekommen. Und das bedeutet zum Beispiel auch für die Jugendverbände, dass die mehr Personalkosten haben. Deshalb appelliere ich an alle hier im Haus, bei den zukünftigen Haushaltsaufstellungen und auch jetzt bei den aktuellen Beratungen, daran zu denken, wenn ich Jugendverbände tatsächlich stärken will und sie nicht nur in Sonntagsreden loben will, dann müssen sie auch mit genügend Mitteln ausgestattet werden. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das also war die Rede von Sönke Rix. Und wer zugehört hat, der hat sicherlich wahrgenommen,
Wie groß doch schon am Anfang der Legislatur die Differenzen zwischen den beiden Partnern, zwischen der SPD einerseits und der Union andererseits sind. Torbjörn Kartes für die CDU-CSU-Fraktion ist der nächste Redner. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man die Debatte jetzt heute so hört und hört, wie schlecht unsere Familienpolitik sein soll, wie schlecht die Prioritäten sind, die in den letzten Jahren gesetzt worden sind, dann will ich doch noch einmal darauf hinweisen, nicht ganz unwichtig, dass in Deutschland wieder mehr Kinder geboren werden. Die Geburtenrate ist gestiegen und sie steigt weiter. Das klingt heute so selbstverständlich, ist es aber lange nicht, wenn man einen Blick auf die Zahlen wirft. Und so viele Kinder wie heute kamen zuletzt in den 70er Jahren in Deutschland auf die Welt. Das ist eine tolle Entwicklung. Und das nicht nur, weil unsere Sozialsysteme auch zukünftig Beitragszahler brauchen und weil wir in den nächsten Jahrzehnten eine Vielzahl an Fachkräften brauchen werden. Nein, Kinder sind ein Geschenk für jedes Paar und im Übrigen auch für unsere Gesellschaft. Und wir möchten als Union alles dafür tun, damit sich noch mehr Paare dazu entscheiden, Kinder zu bekommen. Was heißt das jetzt konkret? Dazu gehört vor allem, dass wir gemeinsam weiter daran arbeiten, den Alltag von Familien zu erleichtern. Beruf und Familie müssen gut miteinander vereinbar sein. Die finanzielle Belastung darf für eine Familie nicht zu hoch sein, und die Kinder müssen gut betreut und ausgebildet werden. Die Ministerin und auch meine Vorredner haben die wichtigsten Maßnahmen für diesen Haushalt ja bereits genannt. 3,5 Milliarden für eine Qualitätsoffensive an den Kitas. Das ist ein großer Schritt. Ich will das noch mal ganz deutlich sagen. Wir sollten es hier auch nicht kleinreden. Wir werden das Thema nur gemeinsam mit den Ländern und den Kommunen lösen. Und wir glauben, dass das ein großer Schritt in die richtige Richtung ist. Wir geben 2 Milliarden für die Ganztagsschulbetreuung aus. Hinzu kommen finanzielle Verbesserungen für jede einzelne Familie, wie zum Beispiel die Erhöhung des Kindergelds. Dabei steht für uns ein Prinzip im Vordergrund, auf das ich heute auch noch einmal eingehen möchte. Das ist die Wahlfreiheit. Wahlfreiheit, das heißt in der Familienpolitik für uns, der Staat gibt kein Erziehungsmodell vor, sondern ermöglicht Familien, ihr Leben so zu leben, wie sie es möchten. Ich erlebe die Diskussion in dem Zusammenhang auch immer wieder. Da gibt es die einen, die sagen, wie kann das sein, dass die Kita schon um 17 Uhr zumacht, freitags vielleicht sogar schon deutlich früher. Die müssten doch eigentlich bis 20 Uhr aufhaben, gerade wenn ich im Schichtdienst arbeite. Andere entgegnen dann empört, was sind das für Rabeneltern, in den ersten 3 Jahren gehört das Kind eigentlich nach Hause zu den Eltern. Ich weiß, dass das für Zweijährige ein verdammt langer Tag sein kann in der Kita, wenn sie von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr dort sind. Ich weiß aber auch, dass man jedes Kind individuell betrachten sollte und dass Kinder damit ganz unterschiedlich klarkommen. Und ich glaube immer noch daran, oder wir glauben immer noch daran, dass Eltern in Summe am besten wissen, was für ihr Kind gut ist. Tatsache ist auch, dass viele Eltern, denken Sie nur an die alleinerziehende Mutter, darauf angewiesen sind, ganztags zu arbeiten. Und nicht jeder hat das große Glück, noch Großeltern um die Ecke zu haben, die unterstützen können. Und um das noch einmal ganz deutlich zu sagen, wir haben nicht die Aufgabe, Eltern zu erziehen oder zu belehren. Eine Mutter, die in Vollzeit arbeitet, muss das können. Sie muss sich dafür ebenso wenig rechtfertigen wie der in Vollzeit erwerbstätige Vater. Dasselbe gilt für einen Elternteil, dass sich aus Überzeugung 3 Jahre eine berufliche Auszeit nimmt und sich um das Kind kümmert. Wir geben keinen Weg vor, und wir sollten aufhören, immer mit dem Finger auf das jeweils andere Modell zu zeigen. All diese Eltern verdienen Respekt und Wertschätzung, und alle müssen sich darauf verlassen können, die notwendigen Bedingungen hierfür vorzufinden. Das verstehen wir als Union unter Wahlfreiheit, und unsere Politik muss so sein, dass sie beide Wege gleichberechtigt ermöglicht. Was sind nun diese Bedingungen? Woran werden wir in dieser Wahlperiode arbeiten, um die Wahlfreiheit noch besser zu ermöglichen? Es ist schon einiges gesagt worden hier in der Debatte, deswegen möchte ich es entsprechend kurz halten. Wir müssen uns für bessere Kinderbetreuung einsetzen. Noch in diesem Jahr, ist es bereits gesagt worden, bringen wir das gute Kita-Gesetz auf den Weg mit einer bedarfsgerechten Förderung für die Länder. Wir werden im Übrigen auch einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen beschließen. Wir müssen dringend die sozialen Berufe weiter
aufwerten, auch um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Und wir werden uns drittens, um das ganz kurz zu sagen, für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter stark machen. Das ist ein echtes, Umdenken in der Arbeitswelt erforderlich. Das ist ein echter Kulturwandel. Das bedeutet im Übrigen auch, dass wir uns für mehr Frauen in Führungspositionen stark machen sollten, im Übrigen auch in Teilzeit. Wir werden uns deshalb für familienfreundliche Strukturen in Unternehmen, etwa durch mehr betriebliche Kinderbetreuung, einsetzen. Und wichtig ist uns, wir haben an anderer Stelle schon darüber gesprochen, auch, dass wir uns um neue Arbeitszeitmodelle und die Förderung von Homeoffice-Lösungen kümmern. Das hilft nicht jedem, das weiß ich auch. Nicht jeder kann so arbeiten, das entgegnet man dann immer so in der Debatte. Aber wer so arbeiten kann, wo das möglich ist, da sollten wir auch die rechtlichen Voraussetzungen dafür heute schaffen. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, die Geburt eines Kindes darf für einen Elternteil nicht gleichbedeutend mit dem Ende der Karriere sein. Nur wenn uns das gelingt, werden wir noch mehr Paare dazu ermutigen können, Kinder zu bekommen. Und das wäre wirklich gut für uns alle. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Kades. Torbjörn Kates war das für die CDU-CSU-Fraktion, der hier durchaus erwähnt hatte, wo man noch besser werden wolle. Aber zum Beispiel hat er auch die steigende Geburtenrate erwähnt als Erfolg für die Familienpolitik. Weiter geht es mit Alois Rainer, ebenfalls CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Kollege Münz von der AfD, Sie kommen mit einer Zahl, 50 Milliarden Flüchtlingskosten, ich weiß nicht, wo Sie die Zahl her haben, das ist der Sachverständigenrat, die aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2017 belegen ganz was anderes. Kosten, die der Bund trägt von 21 Milliarden Euro, und zieht man davon noch die Fluchtursachenbekämpfungskosten ab, sind wir bei 15 Milliarden Euro. Also die 50 Milliarden stimmen so meines Erachtens nicht. Und das dann am Ende der Tage mit dem Etat des Familienhaushalts, des Familienministeriums zu vergleichen, ist meines Erachtens nicht richtig. Sie sind ja Mitberichterstatter bei mir. Wir werden uns hier mal bilateral austauschen müssen und die Zahlen auch dementsprechend richtigstellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu den wesentlichen Zielen der Familienpolitik gehört es, Menschen, Familien und Kinder wirksam zu unterstützen und zu fördern. Seit 2005, seit der Unionsregierung, haben sich die familienpolitischen Leistungen von rund 4,5 Milliarden Euro auf jetzt 10,2 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Schon 2017 konnten wir feststellen, dass der Bund noch nie so viel Geld für Familien bereitgestellt hatte. Und nun für den vorliegenden Haushaltsentwurf haben wir den Ansatz noch mal erhöht. Es ist gesprochen worden, eine Erhöhung von 661 Millionen Euro. Der Schwerpunkt liegt beim Elterngeld mit 6,7 Milliarden Euro, nochmals erhöht um 270 Millionen Euro. Und beim Unterhaltsvorschussgesetz liegen wir jetzt bei 866 Millionen Euro. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will das Unterhaltsvorschussgesetz in keinster Weise kritisieren. Es war absolut notwendig, dass wir hier verbessert haben, aber uns wurden andere Zahlen gesagt. Und das muss einfach einmal auch hier in diesem Raum gesagt werden. Und ich hoffe, dass man die Rückholquote dementsprechend auch verbessern kann, wenn man auf das bayerische Modell umsteigt. Wir haben eine Rückholquote von über 30%. Ich empfehle das allen anderen Bundesländern. Und wenn wir zum Programm Demokratie leben kommen, ja, es ist höchst umstritten. Ich sage immer gerne, wir wollen keinen Extremismus. Ob er links ist, ob er rechts ist, ob er religiös ist, egal. Wir wollen keinen Extremismus. Ich habe nirgendwo hingedeutet, und da müssen Sie auch aufpassen. Wir wollen keinen Extremismus, und deshalb stehen wir auch dahinter. Und ich sage Ihnen eins, wir werden genau drauf schauen, wer aus diesem Programm Geld kriegt. Es ist schon verbessert worden, und in Zukunft werden wir noch mehr drauf schauen. Wenn wir jetzt 115 Millionen zur Verfügung stellen, werden wir sehr genau drauf schauen, wo dieses Geld verwendet wird. Wir haben absolut Verständnis dafür, dass man frühzeitig, schon im Kindesalter,
mit der Präventionsarbeit beginnen muss. Das ist richtig, wichtig und notwendig, denn wir haben ja auch kürzlich die Berichte gesehen über Gewalt in Grundschulen und so weiter. Da muss man dagegen arbeiten. Die prioritären Maßnahmen im COA-Vertrag betreffen natürlich auch das Familienministerium. Es freut mich, dass man bei der Verbesserung, der Qualitätsverbesserung und auch bei der Gebührenfreiheit der Kitas unterstützen können. Es ist richtig gesagt worden vom Kollegen Sönke Rixs, dass das zusätzliche Mittel sind. Und ich werde nicht müde zu sagen, wir leben in einem föderalistisch aufgebauten Staat und unsere Zuständigkeiten sind in diesem Bereich eigentlich gar nicht da. Und deshalb sind diese 3,5 Milliarden gut angelegtes Geld. Wie das am Ende der Tage dann verteilt wird, da lässt sich natürlich ein Stück weit drüber streiten. Da werden wir auch oder da werden die Familienpolitiker drüber streiten. Wir werden im Detail uns hier nicht unterhalten müssen. Ich finde, diese Investitionen in die Familien, Investitionen in unsere Zukunft, Investitionen in unsere Kinder, und das sind alles gute Investitionen. Und da stehen wir, denke ich, alle kräftig dahinter. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das Haus heißt Familien, Frauen, Jugend und Senioren. Deshalb bin ich schon, wie auch in der letzten Legislaturperiode, ein großer Freund und Verfechter der Mehrgenerationenhäuser. Und ich freue mich, dass aus der einen oder anderen Ecke auch schon die Unterstützung angekündigt worden ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden das mit aller Kraft weiterhin unterstützen und hier die Mehrgenerationenhäuser auch weiterhin am Laufen halten müssen. Und da werden wir mit Sicherheit zusammenarbeiten können. Ich bedanke mich bei allen Verbänden, die unterstützt werden aus diesem Etat, die Jugendverbände, Seniorenverbände und so weiter. Es ist eine ganze Menge. Ein herzliches Dankeschön an die vielen Hilfetelefone, die im Familienministerium mit dabei sind. Es ist unglaublich wichtig, dass hier die unterdrückten Menschen Hilfe erhalten. Ich finde, dieser Haushaltsentwurf ist eine gute Grundlage, auf den man arbeiten und auf den man aufbauen kann. Ich freue mich auf die parlamentarischen Beratungen. In der kurzen vor uns liegenden Beratungszeit ist noch einiges zu tun. Und dann geht es auch schon bald mit dem Etat für das Haushaltsjahr 2019 weiter. Vielen herzlichen Dank. Alois Rainer war das, CDU-CSU-Fraktion, der letzte Redner in dieser Debatte zum Etat des Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der ein Volumen hat von gut 10 Milliarden, deutlich wächst um 6,5% in diesem laufenden Jahr. Der Großteil allerdings fällt auf den Unterhaltsvorschuss davon, 500 Millionen etwa. Und die Rückholquote, das hat Alois Rainer gerade angemahnt, ist zu gering.